Bellner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Bellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Bellner Live. Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute mit dem Gesundheitsminister Rudi Anschober. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Minister, die Frage, die natürlich alle am meisten interessiert, wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Wir haben heute wieder rund 600 Neuinfektionen und wenn wir uns die letzten Tage anschauen, dann ist das immer so ein ähnlicher Wert, teilweise ein bisschen unter 600, teilweise ein bisschen über 600. Ist das jetzt schon diese erhoffte Abflachung oder freuen wir uns zu früh, wenn wir das so sehen? Ja, stimmt beides sozusagen. Wir haben einerseits eine Stabilisierung geschafft, das heißt diese Zuwächse, die Mitte September da waren und die mich schon ziemlich unrund gemacht haben und mir schlaflose Nächte bereitet haben, die haben wir eingegrenzt. Wir haben jetzt eine Stabilisierung geschafft, aber der nächste Schritt muss sein, deutlich runter mit diesen Zahlen, denn die Zahl der Neuinfektionen ist für diesen Zeitpunkt, wir sind noch nicht unmittelbar im Herbst, wir sind noch nicht in der wirklich kalten Jahreszeit, wir sind noch nicht bei dem Zeitpunkt, wo die Infektionszahlen wegen der Tatsache steigen werden, dass wir uns ausschließlich nur mehr indoor aufhalten. Also das heißt, jetzt müssen die Zahlen noch abgesenkt werden und das ist das unmittelbare Ziel, an dem wir arbeiten. Das heißt, die Zahlen sind noch zu hoch momentan? Die sind deutlich zu hoch im Augenblick, für diese Jahreszeit deutlich zu hoch. Das heißt, Ziel muss sein, etwa eine Halbierung zu erreichen in den nächsten Wochen. Und da haben wir jetzt gute Voraussetzungen. Wir haben das neue Covid-Maßnahmengesetz letzte Woche im Nationalrat beschlossen. Bin sehr froh, dass es da eine breite Mehrheit dafür gegeben hat. Und das ermöglicht jetzt, dass die Ampel besser regional umgesetzt wird. Das heißt, die Bundesländer können überall dort, wo sie erhöhte Werte haben, in Risikoregionen jetzt Zusatzmaßnahmen ergreifen, die gut mit uns abstimmen. Und da müssen sie halt punktgenau auf ihre spezifischen Ausbreitungsursachen eingehen. Das wird ein wesentlicher zweiter Hebel neben den durchaus starken Bundesmaßnahmen, die wir ja in den letzten Wochen zusätzlich gesetzt haben. Jetzt haben Sie am Wochenende in einem Interview mit der Tageszeitung Österreich noch vor bis zu 2500 Neuinfektionen gewarnt. Das ist natürlich eine Zahl, wo erstmal jeder schluckt. Wie kommen Sie auf dieses Szenario? Ja, wir haben vor zwei Wochen drei große Prognosen in Auftrag gegeben, damit wir bei den und von den Modellierern Informationen erhalten, wie könnte es weitergehen nach ihren Prognosen. Und das war ganz interessant. Diese Prognosen sind sehr weit auseinandergegangen. Die beste Prognose hat uns gesagt, wir können uns stabilisieren, so eben bei 600, 650, also dort, wo wir jetzt sind. Wir dürften die beste Prognose sozusagen gezogen haben. Dann eine mittlere Prognose mit rund 1000 Fällen pro Tag, Neuinfektionsfällen. Und die Worst-Case-Prognose hat bedeutet, bis Ende September 2500 Fälle pro Tag. Das wären tschechische Verhältnisse gewesen. Das wäre schon wirklich brutal geworden. Dann wären wir tatsächlich in dieser exponentiellen Steigerung, wo wir einfach nicht hin dürfen, weil dann wird es wirklich schwierig. Dann würde man die Kontrolle über das Virus verlieren möglicherweise, zumindest in einzelnen Bundesländern, in einzelnen hauptbetroffenen Regionen. Und ich erlebe es jetzt bei einem sehr engen Dialog mit Tschechien, mit den dortigen Politikerinnen und Politikern, auch im Gesundheitsbereich, wie unfassbar schwierig es ist, wenn du einmal so weit oben bist bei den täglichen Neuinfektionen, das dann wieder hinzukriegen, ohne großen Lockdown, und den wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Aber das heißt, diese 2500 Neuinfektionen, das ist so eine Zahl, wo Sie sagen, ab da wird es dann wirklich gefährlich, da haben wir es dann nicht mehr im Griff. Naja, da wird es dann grimmig, dann könnten wir erste Regionen haben, die, wo wir das Virus nicht mehr unter Kontrolle haben. Und genau darum geht es, das mit aller Kraft jetzt zu vermeiden. Bin wirklich glücklich darüber, dass wir diesen ersten Schritt geschafft haben. Das heißt, dass wir die Stabilisierung bisher geschafft haben, dass wir jetzt keine Zusatzsteigerungen mehr zu verzeichnen hatten. Zwischen 7. und 18. September ist es ja ganz steil bergauf gegangen mit der Kurve. Und das ist jetzt gelungen, dass wir es abflachen. Und jetzt geht es darum, das Virus noch aggressiver sozusagen hinunterzudrängen wieder mit Zusatzmaßnahmen in der Region. Und was sehr erfreulich ist, die Bezirke und die Bundesländer, die etwa von Orange bei der Ampel betroffen sind, arbeiten wirklich mit großem Elan und großer Kompetenz daran, diese Zusatzmaßnahmen regional jetzt zu erarbeiten, zu finden und zu verankern.
Das ist ja die Frage, wirken sich die Maßnahmen, die gesetzt wurden, da jetzt schon positiv aus oder tragen zumindest diese Stabilisierung bei oder wird einfach weniger getestet, was ja teilweise auch von manchen in den Raum gestellt wird und dass es dadurch halt auch weniger Neuinfektionen immer wieder auch am Wochenende zum Beispiel gibt? Das ist eine gute Nachricht. Die Testungen sind sehr, sehr hoch, so hoch wie noch nie. Wir hatten in den letzten 24 Stunden rund 16.500 Testungen. Überhaupt den ganzen September hindurch sind wir erstmals im Tagesdurchschnitt deutlich über 14.000 Testungen. Das hat es noch nie gegeben in Österreich. Und deswegen kann man die Zahlen, die wir jetzt haben, auch nicht unmittelbar mit dem vergleichen, was wir im Frühling gehabt haben. Im Frühling haben wir einen Bruchteil an Tests gehabt. Und natürlich, je mehr du testest, desto mehr findest du auch. Was aber gut und richtig ist, denn wir wollen ja auch diese Abgrenzungen dann durchführen. Und das kann man nur bei Infektionsfällen, die man kennt. Aber das heißt, es wird derzeit so viel getestet wie noch nie? So viel getestet wie noch nie, mit der Priorität Menschen, die Symptome haben. Aber zweitens sind wir ganz stark unterwegs mit vielen, vielen tausend Tests jeden Tag im sogenannten Screening-Bereich. Das sind also Risikogruppen, etwa die Bewohnerinnen und die Mitarbeiterinnen in Alten- und Pflegeheimen, auf die wir derzeit besonders achten wollen. Denn darum geht es ja ganz stark im Augenblick. Wir merken, dass wir bei diesen Neuinfektionsfällen doch einen deutlich reduzierten Altersdurchschnitt haben. Sind jetzt bei 35, 36 Jahren. Im Frühling waren wir bei 55, 58, 59 Jahren, je nach Woche. Das heißt 20 Jahre jünger, jetzt der durchschnittlich positiv Getestete. Das ist grundsätzlich gut. Warum? Weil da das Risiko etwas geringer ist, dass es schwere Erkrankungen gibt. Aber wichtig ist jetzt, dass diese Neuinfektionswelle, dass die nicht überspringt auf die besonders vulnerablen, empfindlichen Gruppen, also besonders auf Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben. Denn dort wissen wir, dort ist das Risiko mit ganz großem Abstand am größten. Man hört, dass wir in den letzten Wochen bei einer Positiv-Testrate von rund 5% gelegen sind, was deutlich über dem Wert liegt, den wir beispielsweise in Deutschland haben. Ich glaube, Deutschland ist mal etwas über 1%. Woraus ergibt sich dieser Unterschied? Ja, es kommt darauf an, wie stark konzentriert man sich auf Risikogruppen und wie stark geht man in die Breite. Die Kollegen und Kolleginnen in Deutschland haben eine Strategie gewählt. Sie erinnern sich an die Fernsehbilder. Alle, die etwa aus ihrem Urlaub zurückgekommen sind, haben die Testmöglichkeit gehabt mit großen Teststraßen im grenznahen Bereich. Da geht man halt sehr, sehr in die Breite und weg von Menschen, die in einer unmittelbaren Risikosituation ist. Und da ist dann der Anteil derer, die man findet und die infiziert sind, natürlich ein deutlich geringerer. Für uns ist aber diese Positivrate schon ein sehr wichtiger, essentieller Teil unserer Analyse. Warum? Weil diese schon etwas sagt. Also wir haben jetzt heute zum Beispiel sind wir wieder auf 3,4% herunter. Das heißt, für mich ist das eine der wesentlichsten Indikatoren zu sehen, wie viele Positivtests bei einer großen Gesamtmenge gibt es. Das ist sehr entscheidend, um so dieses virologische Gesamtgeschehen im Land beurteilen zu können. Was sind denn derzeit Ihrer Meinung nach die problematischen Cluster oder die problematischen Bereiche? Ja, das ist seit Wochen eigentlich dasselbe. Wir haben im Sommer doch sehr, sehr viele Reiserückkehrer mit Infektionen gehabt, hauptsächlich Reiserückkehrer aus Kroatien. Das sind jetzt über 1.100 gewesen, die mit Infektionen zurückgekehrt sind. Kein Vorwurf in diese Richtung, kann jedem passieren. Eine Krankheit, eine Erkrankung ist nichts, wofür man sich rechtfertigen braucht. Und die zweite große Gruppe sind Reiserückkehrer aus der Türkei. Da sind wir bei rund 600, 650 Menschen mit Infektionen. Das ist die eine Gruppe. Und dann hat es im Sommer sehr, sehr viele kleinere regionale Clusterbildungen gegeben. Und jetzt merken wir, dass wir ganz spezifisch in ein paar Bereichen große Schwierigkeiten haben. Das eine sind diese Après-Sport-Partys. Große Feiern nach einem Fußballspiel kennen wir alle aus unserer Region, aus unserer Jugend. Dann, wenn du in der dritten Klasse Ost gewonnen hast, dann geht halt ein bisschen die Post ab und dann feierst du. Und das ist ja auch gut und verständlich und lustig und fein. Aber da kann ich wirklich nur raten, auch da bitte sorgsam sein. Wir haben viele Infektionsfälle, die genau bei diesen Sportveranstaltungen, und zwar nicht bei der Veranstaltung selbst, sondern bei der Feier danach entstehen. Ein Bereich, zweiter Bereich, die privaten Partys bei geschlossenen Veranstaltungen. Die haben wir jetzt in dem Sinn gestoppt, als es die Ausnahme aus der Sperrstundenverordnung nicht mehr gibt für diese.
Das war ein großer Infektionsbereich. Ja, und ein dritter Bereich sind noch so familiäre Bereiche, familiäres Umfeld. Es ist nicht als Ansteckungsort interessanterweise die Schule, da bin ich sehr positiv überrascht, das war auch eine gewisse Sorge. Die Fälle, die wir in der Schule finden, sind eher von außen eingetragene Fälle und keine Clusterbildungen, die aus der Klasse sozusagen heraus entstehen, das ist gut. Der sonstige Bereich ist relativ unter Kontrolle, das sind die Hauptbereiche. Und auf die wollen wir uns jetzt bei diesen regionalen Zusatzmaßnahmen möglichst gut konzentrieren, damit wir dort ansetzen als Bezirk zum Beispiel, als Bundesland, wo das Hauptproblem in der jeweiligen Region gegeben ist. Also sehr spezifisch punktgenau ansetzen. Jetzt steigen ja auch die Hospitalisierungen in Österreich an, vor allem in Wien. Ich glaube, die Hälfte aller Hospitalisierten aufgrund des Coronavirus befindet sich in Wien. Ab wann wird es denn da Ihrer Meinung nach kritisch? Das ist ein Bereich, den wir am besten und am intensivsten kontrollieren. Wo sind die Kapazitätsreserven? Wir haben die Kapazitätsreserven mit großem Abstand nicht erreicht. Ich habe jede Woche eine Prognose, die mir auf den Tisch gelegt wird, wo die Erwartungshaltung, welche Ausbreitungssituation werden wir in 10, 14 Tagen haben, verglichen wird mit dem, was wir an freien Kapazitäten noch haben, also ein Frühwarnsystem, damit wir jederzeit auch nachjustieren können. Das schlägt absolut noch nicht an. Wir haben ja dann kurzfristig die Möglichkeit, andere Spitalsbereiche umzubauen in Richtung von Intensivbetten, wenn wirklich der Bedarf gegeben sein würde. Zum Beispiel klassischer Bereich sind die Aufwachräume, das kennt jeder. Die kann man relativ problemlos umorganisieren, umstrukturieren. Da sind wir jederzeit vorbereitet darauf. Von einer derartigen Situation sind wir weit entfernt. Und ich kann es nur immer wieder betonen, wir profitieren wahnsinnig davon, dass wir ein wirklich starkes, tolles Gesundheitssystem in Österreich haben. Ich habe immer wieder Kontakt zu meinen Kollegen in Frankreich, habe mir im August in Paris angesehen, eine Intensivstation, wo mir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erzählt haben, wie im vergangenen April, Mai ihre Arbeitssituation war. Die sind sehr schnell ausgelastet, weil sie kleine Einheiten haben, dieses starke Gesundheitssystem so nicht mehr haben, weil sie sehr viel privatisiert eingespart haben. Und das rächt sich jetzt bei ihnen. Im April, Mai war in diesen Intensivstationen die Situation so, dass sie doppelt, teilweise dreifach überbelegt waren. Und das ist dann schon ein Drama, wenn du als Mediziner, als Medizinerin entscheiden musst, du hast drei Patienten und kannst nur einen wirklich betreuen. Mhm. Jetzt wird da immer wieder ja Wien hervorgekehrt, dass es dort Probleme gibt mit dem Contact Tracing, dass es dort die meisten Hospitalisierten gibt. Von Seiten der Wiener Landesregierung heißt es dazu immer, das ist Wien-Bashing, was da von der Bundesregierung kommt. Ist vor allem ein Konflikt, muss man sagen, zwischen SP und ÖVP. Sie sind da ein bisschen in der Mitte. Aber wie sehen Sie denn das, was da momentan in Wien passiert? Also für Wahlkampf bin ich nicht zu haben, ganz offen gesagt. Und ich finde, Wien ist eine großartige Stadt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Gesundheitsbehörden machen einen tollen Job, muss man wirklich sagen. Und natürlich ist es in einer Großstadt schwieriger. Wir sehen das in Prag zum Beispiel. Wir sehen das in Paris im Augenblick. Wir sehen das in Madrid. Überall dort steigen die Zahlen besonders stark, weil überall dort das Risiko größer ist, wo man eng zusammenlebt. Das ist ja völlig nachvollziehbar. In ländlichen Regionen, wo du wenig Umfeld hast, wo du wenig Nachbarn hast, ist natürlich das Risiko ein deutlich kleineres. Aber man muss schon sagen, Wien braucht mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen Bereichen und zwar deutlich mehr. Warum? Weil das Kontaktpersonenmanagement, also dieses Abgrenzen des Infizierten und seines Umfeldes und damit das Eingrenzen der Infektion gegenüber einer potenziellen Ausbreitung, das muss schnell passieren. Wir haben die Vorgabe Ende Mai mit einem Erlass fixiert, dass das innerhalb von 24 Stunden passieren sollte. Und Tatsache ist, dass derzeit in Wien die Realsituation die ist, dass es deutlich länger dauert. Und das muss Wien in den Griff kriegen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Wiener Politik das auch realisiert hat. Es ist ja angekündigt, dass hier viele, viele hunderte zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden. Jetzt haben wir eine Übergangssituation. Und das wäre gut gewesen, wenn es schon früher passiert ist. Aber ich bin ein Mensch, der nicht nach hinten schaut, sondern wir müssen uns auf die Zukunft konzentrieren. Besser jetzt dann eine gute Ausstattung für die Gesundheitsbehörden. Und
dann müssen wir schauen, dass, dass dieses Tempo, der Zeithorizont der Testungen und des Kontaktpersonenmanagements auch in Wien wieder viel schneller wird. Denn man muss schon sagen, ich habe ein paar Negativbeispiele genannt, Paris, Prag, es gibt aber auch sehr starke, gute Großstädte, die wenig Infektionsrate haben im Augenblick. London zum Beispiel, Berlin zum Beispiel, München zum Beispiel, Rom zum Beispiel. Und ich finde, das muss unser Ziel sein, dass wir ähnlich gut auch im großstädtischen Wien bald wieder aufgestellt sind, damit auch dort die Neuinfektionsraten deutlich sinken. Jetzt hat ja Wien auch eine Registrierungspflicht in der Gastronomie eingeführt. Seit gestern gibt es die. Soll es das Ihrer Meinung nach in ganz Österreich geben? Wir hätten es ja im Gesetzesentwurf für das Covid-Maßnahmengesetz eigentlich geplant gehabt. Dort haben mir die Datenschützer gesagt, das finden sie, ist datenschutzrechtlich ganz schwierig machbar. Ich habe das akzeptiert und wir haben es dann gestrichen aus dem Gesetz im breiten Konsens der Parteien. Wien versucht es jetzt erneut mit einem sehr spezifischen Zugang. Wir werden uns das anschauen. Wenn es datenschutzrechtskonform ist, dann ist es ein unterstützender Weg. Warum? Weil man natürlich mit diesen Gästelisten besser im Ernstfall dann das Kontaktpersonenmanagement verwirklichen kann. Denn wenn jetzt ein Ausbruchsfall im Restaurant XY stattfindet, dann kann man dann aufgrund der Gästeliste genau eruieren, wer war zum selben Zeitpunkt in diesem Raum, hat die Personendaten unmittelbar archiviert und kann damit diese Betroffenen schnell kontaktieren. Das geht dann deutlich flotter, deutlich schneller. Also es könnte, wenn es rechtskonform tatsächlich umsetzbar ist, ein guter Schritt sein. Das heißt, wenn es datenschutzkonform ist und rechtskonform ist, dann würden Sie das gerne auf ganz Österreich ausrollen? Dann würde ich das für richtig finden. Ich weiß, dass einzelne Bundesländer, die ja jetzt die Handlungsmöglichkeit haben, das auch bereits überlegen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, wenn das rechtskonform geht, aber der Datenschutz ist was Wichtiges in Österreich und für mich persönlich auch. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung, dass das auch hält. Jetzt gibt es ja auch einzelne Skiregionen und Wintersportorte, die das auch schon machen mit ihren Gästen. St. Anton am Arlberg hat es unter anderem angekündigt. Wäre das auch ein Weg vielleicht für die Wintersaison, dass man da auch vielleicht diese Reisewarnungen jetzt wieder wegbekommt, dass man das auch in den Skigebieten so macht? Ich muss überhaupt sagen, ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck. Wir haben jetzt in den letzten Wochen mit den Wintersportregionen, mit den einzelnen Tourismusverbänden, mit den unterschiedlichen Organisationen, die es in diesem Bereich gibt, von den Skilehrern bis zu den Seilbahnvertretern, viel gesprochen, weil es uns ja darum gegangen ist, wie schaut ein sicherer Wintertourismus aus in Zeiten von Corona? Geht das überhaupt? Das waren sehr gute Verhandlungen. Wir haben ein Gesamtkonzept vergangene Woche präsentiert, das wirklich auch international sehr beachtet wird. Mein Ziel ist, dass wir es überhaupt weiter ausrollen. Das heißt, dass die Grundstandards auch etwa in den Wintersportgebieten unserer Nachbarn dann so verwirklicht werden. Und ein Teil davon könnte die Gästeliste sein. Mein Eindruck ist, der Tourismus hat das wirklich verstanden. Man muss zu 100% zuerst auf die Sicherheit schauen. Zum Beispiel überhaupt niemanden gegeben, der opponiert hätte bei unserem Plan, dass wir den Après-Ski-Bereich massiv verändern. Das heißt, Après-Ski, so wie wir es gekannt haben, mit allen Ausbaumaßnahmen, die man sich vorstellen kann, und die waren offensichtlich die Realität teilweise in manchen Bereichen, das wird es in dieser Saison nicht geben. Und da hat es großes Verständnis gegeben. Ich finde es super, Landeshauptmann Platter ist einer der Hauptbetroffenen, hat neben mir stehend bei der Pressekonferenz im O-Ton formuliert, 3% des Umsatzes, Après-Ski-Bereich, dürfen nicht die restlichen 97% gefährden. Und genau darum geht es. Mein Ziel ist, dass wir wegkommen von den Reisewarnungen, sind da in einem sehr, sehr intensiven Kontakt mit den deutschen Behörden. Und ich persönlich würde mir eigentlich wünschen, dass wir in Europa da ein bisschen fairer miteinander umgehen und gemeinsame Standards entwickeln, nach denen Reisewarnungen ausgesprochen werden. Denn so ganz nachvollziehbar ist es nicht immer. Das heißt, Sie wären auch dafür, dass es da eine einheitliche Regelung für solche Reisewarnungen gibt. Der Wiener Bürgermeister hat das ja heute auch gefordert, dass es da nicht diesen Fleckerlteppich gibt. Genau, das wäre ganz, ganz wichtig. Ich habe das schon vor 3 Wochen unter den Gesundheitsministern zum Thema gemacht, der Europäischen Union, den Gesundheitsministern.
damit wir das auch vergleichbar gestalten. Und es geht ja nicht nur, das haben wir aus der Ampel, glaube ich, gelernt in der Öffentlichkeit, um die Zahl der Neuinfektionen, sondern um das Risiko insgesamt. Das heißt, Zahl der Testungen mit berücksichtigen, Zahl der Clusteranalysen, wissen wir, von wo kommen die Ansteckungen, Kapazitätsreserven in den Spitälern, all das ergibt einen Risikofaktor. Und wenn wir das vergleichbar in Europa als Standard definieren, dann wären wir einen großen Schritt weiter und würden nicht politische Akte teilweise fällen, die uns gegenseitig ja massiv schaden. Weil Sie vorher auch den Tiroler Landeshauptmann angesprochen haben, jetzt hat der gemeinsam mit zwei anderen westlichen Bundesländern ja die Sperrstunde vorverlegt, nämlich auf 22 Uhr. Jetzt gibt es viele, die sagen, nett, dass die das so machen im Westen, aber eigentlich müsste man das ja in den Großstädten machen, gerade in Wien beispielsweise. Sollte es nicht auch hier eine bundesweit einheitliche Regelung für die Sperrstunden geben? Also was wir in Wien merken, und ich habe mir das schon mal jeden Tag in der Früh als die erste Analyse, so die Frage der Ausbreitungen in den unterschiedlichen Regionen in Österreich an. In Wien sehen wir, es ist nicht die Gastronomie, die unser erstes Problem ist. Also die klassische Gastronomie, wo ich im Lokal sitze, wo ich essen gehe, wo ich ein, zwei Bier trinke, das ist nicht das große Ansteckungsthema. Wir haben eher so bei den privaten Feierlichkeiten, wie ich es vorhin schon dargestellt habe, das Thema. Mein Eindruck ist, dass diese Initiative in Vorarlberg, Tirol und Salzburg eher in Richtung Wintertourismus geht, damit man da ein klares Signal setzt, ein klares Signal auch fixiert, weil natürlich Vorarlberg und Tirol jetzt wieder von dieser Reisewarnungsliste runterkommen wollen. Wenn das ein Beitrag ist, dann ist das gut in diese Richtung. Aber ich sehe derzeit keinen Anlass, dass wir im Augenblick das bundesweit verankern. Die Bundesländer haben jetzt mit Gestaltungsmöglichkeiten durch das neue Gesetz, durch eigenständige Maßnahmen in ihrer Region und damit auch eine Mitverantwortung. Und mein Appell geht ganz einfach, diese neuen Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen, wenn es den regionalen Ausbruchsgeschehen entspricht. Wird es eigentlich weitere Verschärfungen geben in den nächsten Wochen? Haben Sie da was geplant? Naja, wir wissen ja, dass wir in etwa zwei Wochen immer brauchen, gut zwei Wochen, bis dass sich eine größere Maßnahme auch statistisch auswirkt. Das haben wir sogar beim Lockdown gemerkt. Ich kann mich noch erinnern, wir haben die Tage gezählt in Wirklichkeit damals nach dem Lockdown, weil wir keine Erfahrung gehabt haben, wirkt das jetzt oder wirkt es möglicherweise doch nicht so. Und es sind 14 Tage vergangen, 15, 16 und wir haben keinen Effekt gemerkt. Und erst nach 17, 18, 19 Tagen war dann der große Effekt schrittweise da und dann aber sehr stark. Ja, und jetzt wissen wir, dass wir Anfang Oktober, in den ersten zwei Oktoberwochen, diese zwei großen Maßnahmen, die wir gesetzt haben, einerseits was die Ausweitung des Mund-Nasen-Schutzes betrifft, das zweite, das deutliche Reduzieren der Kleinveranstaltungen und das Schließen der Umgehungsmöglichkeiten, was die Sperrstunde betrifft, Stichwort geschlossene Veranstaltungen, das müsste sich in der ersten Oktoberhälfte auswirken. Das werden wir im Auge behalten. Es kann sich natürlich jederzeit in der Dynamik etwas ändern und da muss man schnell wieder eingreifen. Wann wird es eigentlich einen Lockdown geben? Weil die Bundesregierung betont ja immer wieder, dass es keinen Lockdown geben soll, will ja, glaube ich, niemand momentan. Im Gesetz ist er vor, oder sozusagen wäre er rechtlich zumindest vorgesehen. Aber wann wäre der Zeitpunkt, dass wieder so ein Lockdown eintritt? Und vor allem, wie würde der aussehen? Wird er dann wirklich nur für ein paar Tage sein? Wie geht das über die Bühne? Also wir haben, das ist jetzt kein politisches Gerede und ich glaube auch von meinen Kollegen und Kolleginnen quer durch die Parteien ist das so, dass wir das sehr ernst meinen. Der Lockdown ist so wirklich das allerletzte Instrument. Der würde uns wirtschaftlich sowas von schaden, wenn wir das ein zweites Mal machen müssten, dass wir es wirklich mit aller Kraft vermeiden wollen. Also lieber jetzt ein bisschen härter in den Maßnahmen und dafür das ganz große Worst-Case-Szenario vermeiden. Wenn wir wirtschaftspolitisch noch einmal einen so schweren Rückschlag hätten, das würde sich dramatisch auch sozialpolitisch auswirken. Und das will keiner, das wollen wir mit aller Kraft vermeiden. Theoretisch ist es denkbar, weil theoretisch musst du dich in einem Gesetz auf Situationen vorbereiten, die es theoretisch geben könnte. Deswegen haben wir einen eigenen Paragraphen im neuen Covid-Maßnahmengesetz drinnen, wo es nicht mehr nur eine Verordnungsermächtigung für mich gibt, das war die bisherige Situation,
die ich nicht für gut erachtet habe, muss ich ganz offen gestehen, sondern wo erstens einmal verankert ist, dass es demokratiepolitische Standards geben muss. Das heißt, ich müsste in einem derartigen Fall in den Hauptausschuss des Parlaments gehen und müsste das Parlament beiziehen. Das Zweite ist, es ist das Szenario, ab wann könnte denn sowas überhaupt vorstellbar sein, ist sehr präzis definiert, nämlich ein absoluter Zusammenbruch, ein drohender des medizinischen Systems. Also wie wir zuerst gesprochen haben, wenn die Kapazitäten in den Spitälern völlig überlastet sind und überfordert sind. Und der dritte Bereich, es ist in diesem Gesetz auch verankert ein Limit von maximal 10 Tagen für einen derartigen Lockdown. Ich habe es am Wochenende nachgelesen, hat es mittlerweile in 82 Staaten der Welt gegeben. Also wir sind da nicht alleine dabei und haben, glaube ich, jetzt eine sehr, sehr gute gesetzliche Basis dafür, dass das wirklich nur in der absoluten Ausnahme- und Sondersituation der Fall sein kann. Jetzt hat der Kanzler in einem Interview mit der Tageszeitung Österreich gesagt, er wollte schon früher schärfere Maßnahmen, aber die grüne Seite, meint damit nämlich an, vor allem Sie, sei dagegen gewesen. Warum? Ja, so ist das in einer Koalition. Du hast in einer Koalition immer wieder Situationen, wo wir zwar mittlerweile wissen, was sind die richtigen Maßnahmen, wo es aber unterschiedliche Einschätzungen darüber gibt, welcher Zeitpunkt ist der richtige, ist der beste. Du kannst ja jede Maßnahme immer nur einmal verankern. Und unser großes Erfolgsgeheimnis im Frühling, neben dem Mitmachen der Bevölkerung, war, dass wir die richtigen Maßnahmen tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt gesetzt haben. Erinnern wir uns an den Professor Popper, der modelliert hat im Nachhinein, was wäre gewesen, wenn wir den Lockdown eine Woche später verwirklicht hätten. Und das hätte bedeutet eine Vervierfachung der Infektionszahlen. Das eigentliche Geheimnis in der Pandemiebekämpfung ist der Zeitpunkt. Die Maßnahmen sind ja international fast überall dieselben. Da gibt es keine großartigen Erfindungen. Seit Jahrzehnten im Übrigen dieselben. Deswegen diskutieren wir schon vielfach über diese Frage des richtigen Zeitpunkts. Und da gibt es Bereiche, Maßnahmen, wo eher ich der Schnellere bin und sage, das würde ich mir eher früher vorstellen. Zum Beispiel was? Wo drängen Sie? Also wir haben im Sommer Diskurs gehabt, wie schnell wollen wir den Mund-Nasen-Schutz wieder reaktivieren. Da haben wir immer wieder natürlich auch die Fachexperten zum Beispiel unterschiedliche Vorstellungen, was den idealen Zeitpunkt betrifft. Aber das wirklich Tolle in dieser Regierung ist, dass wir uns dann sehr schnell eigentlich auch wieder auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Und jede Verordnung, jede Maßnahme, die wir verankert haben, ist ja eine im Konsens entwickelte und beschlossene. Das heißt, Maskenpflicht wollten Sie vorher wieder einführen. Da ist das ist ein Beispiel, wo es auch unterschiedliche Einschätzungen gegeben hat, was den Zeithorizont betrifft. Und bei anderen Maßnahmen ist es wieder vielleicht umgekehrt. Also und das unterscheidet sich auch von Experte zu Experte. Entscheidend ist, dass wir am Ende des Tages zu einem Konsens kommen, wo wir sagen, so, und wir glauben jetzt konsensual, das ist ja auch ein Überzeugungsprozess, ein gegenseitiger, dass der Zeitpunkt X ist jetzt der richtige. Jede Maßnahme kannst du einmal verankern und die Kunst in der Politik ist, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Fühlen Sie sich da eigentlich vom Kanzler ein bisschen auf den Schlips getreten, dass er sich da doch immer wieder auch jetzt zu Wort meldet und da teilweise Ihnen auch in die Parade fährt? Nein, ich empfinde das als einen völlig normalen Diskurs. Das hat ja nichts damit zu tun, jemanden in die Parade zu fahren, sondern offene Kommunikation darüber auch zu machen. Aber wir sind sehr teamorientiert. Wie gesagt, wir haben diese vielen, vielen, vielen Maßnahmen, Verordnungen etc., Gesetze, alle gemeinsam erarbeitet, konsensual fixiert. Und das ist ein gut funktionierendes Team. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut arbeiten Sie mit dem Kanzler zusammen? 10 ist das Beste, 1 ist grottenschlecht? Das ist ganz schwer zu sagen. Ich bin ja Lehrer mal gewesen, war schon da kein Freund von Noten. 1 bis 5. Das ist ja auch die Notengebung dann. Ich formuliere es mit einer verbalen Beurteilung sozusagen. Ich finde, wir haben gerade durch die Krise viel schneller in eine echte Teamfähigkeit gefunden, Türkis und Grün, nämlich insgesamt in der Bundesregierung, als ich persönlich mir das erwartet habe. Jetzt gab es auch Kritik an der Corona-Ampel, vor allem weil es eben auch bundeseinheitliche Maßnahmen gibt und viele fragen sich, für was braucht man dann eigentlich noch die Ampel, wenn jetzt eh bundeseinheitlich alles sozusagen vorgegeben wird. Sie haben gesagt, das soll ein bisschen ein Leitsystem sein, da gab es auch immer wieder den Vergleich mit so einem Lawinenwarnsystem. Aber ist die Ampel in ihrer ursprünglichen Form gescheitert?
Absolut nicht, ganz im Gegenteil. Man merkt ja bei den internationalen Diskussionen im Augenblick, dass viele derzeit überlegen, ob sie nicht das österreichische System jetzt übernehmen. Warum? Die Ampel hat eine vorrangige Zielrichtung und das ist die Definition des Risikos. Das ist genau, wie Sie es gesagt haben, nämlich dieses Frühwarnsystem etwa beim Lawinenschutz, wo ich genau weiß, als Skitourengeher zum Beispiel, okay, die und die Region sind riskant, haben die und die Färbung und da muss ich mir das wirklich doppelt oder dreifach überlegen, ob ich mir das wirklich antue und dieses Risiko eingehe. Und ähnlich ist es bei der Ampel. Erstmals haben wir eine ganz breite Risikoanalyse. Ich glaube, was Besseres findet man derzeit in Europa nicht. In der Breite, in der Intensität, nicht mehr nur Neuinfektionen, sondern eine Gesamtrisikoanalyse, professionellst vorbereitet und dann der Versuch, das in die Ampelfarben zu gießen, damit es einfach nachvollziehbar ist. Denn von der wissenschaftlichen Analyse habe ich ja nichts als Betroffene. Ich will ja wissen, wie schaut es in der Region meiner Großmutter aus zum Beispiel. Muss ich mir dort Sorgen machen oder wie schaut es bei mir zu Hause aus oder wie schaut es in der Region aus, wo ich am nächsten Wochenende wandern hingehen will. Dieser Effekt, der wird super erfüllt mittlerweile. Das passt. Und das Zweite sind diese regionalen zusätzlichen Maßnahmen, die es dort geben sollte, wo ein erhöhtes Risiko Realität ist. Und ich habe jetzt jeden Freitag in der Früh eine Videostunde mit den Bezirkshauptleuten und mit den Ländern, die von orangen Bereichen betroffen sind. Und das ist hervorragend mittlerweile, welche Bereitschaft und Kompetenz in der Analyse da ist, was braucht es bei uns. Die Überlegung, das Lernen voneinander, das schaut recht, recht gut aus, dass wir basierend auf der Risikobewertung regionale Zusatzmaßnahmen je nach Region in Zukunft haben werden. Und wie gesagt, seit Samstag in der Früh, 0 Uhr, gibt es diese Handlungsmöglichkeiten für die Bundesländer und sie haben jetzt die Mitbestimmungsmöglichkeit, die Mithandlungsmöglichkeit und damit auch die Mitverantwortung. Abschließend noch zum Thema Corona. Wann werden denn Ihrer Meinung nach die Reisewarnungen zurückgenommen? Wird das noch vor der Wintersaison passieren oder müssen wir uns darauf einstellen, dass die bis in den Winter gehen werden? Also das muss natürlich unser Ziel sein, dass das vor der Wintersaison passiert und zwar möglichst früh davor. Warum? Weil das natürlich, weil es da um wahnsinnig viel wirtschaftliche Rückschläge oder wirtschaftlichen Sinn und Handlungsmöglichkeiten geht. Eine derartige Reisewarnung hat fatale Auswirkungen auf die Wintersportregionen. Und das Ziel muss sein, dass wir die möglichst rasch wegbringen. Wir wissen, dass Deutschland einen Grenzwert hat, 50 Fälle nach dem sogenannten 7-Tages-Inzidenten auf 100.000 Einwohner. Jetzt wird es für die Seherinnen und Seher ein bisschen zu detailliert. Aber ich versuche es ein bisschen zu übersetzen. Wir sind derzeit in Vorarlberg und in Tirol knapp über diesen 50. Der Trend geht in die richtige Richtung. Das heißt, wenn die zwei Bundesländer so weitermachen, wie sie es bisher geschafft haben in den letzten Tagen, ein, zwei Wochen, dann bin ich recht optimistisch, dass wir diese Schallmauer von 50 relativ rasch unterschreiten werden. Toi, 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 ich arbeite da mit und unterstütze, wo immer es geht, weil es um sehr, sehr viel geht. Die anderen Wintersportregionen, Salzburg, vor allem Kärnten, liegen ja deutlich unter diesem 50er-Wert. Allerdings, wir dürfen es nicht unterschätzen, auch auf Wien hat eine Reisewarnung, obwohl Wien nicht der Standort des Wintertourismus, des klassischen ist, eine fatale Auswirkung. Denn es geht um den Städtetourismus und der liegt in Wien wirklich im Argen. Reden Sie mit Hoteliers, das ist teilweise katastrophal. Wir müssen schon schauen, dass wir auch in Wien runterkommen von dieser Liste der Reisewarnungen, damit wir auch diese gute wirtschaftliche Zukunft auch in Wien wieder haben. Denn Wintertourismus heißt ja nicht nur Skifahren, sondern das heißt auch, ich gehe zum Christkindlmarkt, ich gehe zum Adventmarkt, ich komme in eine Region, wo ich Kulturangebot genießen kann. All das haben wir derzeit, das ist ja alles offen. Weihnachtsmärkte werden stattfinden, bin ich zutiefst überzeugt davon. Auch da haben wir schon Regeln vorgelegt. Wir brauchen für die Zukunft auch diesen wirtschaftlichen Erfolg. Ganz zum Schluss noch, Herr Minister, Sie sind ja nicht nur Gesundheitsminister, derzeit natürlich primär, beziehungsweise werden Sie medial so wahrgenommen, sind auch Tierschutzminister. Und da gibt es derzeit eine Diskussion um die sogenannten Vollspaltenböden. Da geht es darum, dass Tiere
primär Schweine, ohne Streu quasi sozusagen im Stall sein müssen. Ihre Ministerkollegin Köstinger will das partout nicht abschaffen. Sie sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Werden die jetzt abgeschafft oder nicht? Was ist da jetzt der aktuelle Stand? Also wir haben im Regierungsübereinkommen keine fixe verbindliche Regelung diesbezüglich, aber... Und ich möchte das auch nicht personalisieren. Das hat nichts mit mir und mit der Kollegin Köstinger, die ich sehr schätze, zu tun, sondern die hat mit unterschiedlichen Interessen zwischen Tierschutz und einem Teil der Landwirtschaft zu tun. Und ich werde mich schon bemühen, dass wir da Überzeugungsarbeit leisten. Das kann keine Maßnahme sein, die von heute auf morgen verankert wird. Wir wollen ja auch die Existenz von Betrieben nicht gefährden. Aber das Ziel muss sein, dass es eine möglichst tiergerechte Landwirtschaft gibt, nicht nur bei uns, sondern auch in ganz Europa, weil dann wird es für die österreichischen Betriebe auch einfacher, wenn es europäische Regelungen gibt. Das heißt, ich habe zwei Ziele. Das eine Ziel ist, auf europäischer Ebene für bessere Standards für ganz Europa zu sorgen. Und in dem einen oder anderen Bereich wird es darum gehen, da auch in Österreich vielleicht etwas schneller zu sein. Wir haben das ja bewiesen, dass es funktioniert. Wenn ich an die Käfighaltung bei Hühnern denke, war Österreich Vorreiter. Mittlerweile ist das weitestgehend ein normaler Standard in ganz Europa. Und ich finde, wir haben da schon eine Verantwortung. Bin Besitzer eines Hundes und von Katzen und großer Tierfreund. Aber es muss halt immer um die Balance gehen, dass wir verantwortungsvoll mit Tieren umgehen. Tiere sind keine Dinge, sind Lebewesen, die genauso fühlen können und wo wir schon mit einem Respekt auch mit ihnen umgehen sollten. Und ich weiß, dass das die allermeisten Landwirte auch wollen. Und deswegen geht es vor allem auch um europäische Regelungen. Aber das heißt, mittelfristig wollen Sie weg von diesen Vollspalten? Mittelfristig möchte ich weg davon. Das muss eines der Ziele im Tierschutzbereich sein. Aber mir wäre es am liebsten, wenn wir das gesamteuropäisch zuerst schaffen und Europa da und Österreich dabei ein Teil davon ist. Der dynamische Teil, da bin ich mir ganz sicher, dabei ist. Aber es geht um Balance und ich möchte, dass wir da keine vehemente Polarisierung zusammenkriegen zwischen Landwirtschaft und Tierschutz, sondern dass es da einen Grundkonsens für eine schrittweise Umstellung gibt. Herr Minister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück hier auf OE24TV und dann geht es gleich weiter. Wir bleiben bei den Grünen, allerdings wechseln wir nach Wien. Birgit Hebein wird gleich zu Gast sein, Wiener Vizebürgermeisterin, und mit der sprechen wir über die großen Themen in diesem Wahlkampf in Wien und natürlich auch die Verkehrsfrage, die ja ganz, ganz viele Wiener beschäftigt. Kurze Pause, dann sind wir gleich zurück.